Hallo ihr Lieben, guten Tag. Ich freue mich. Ja, ich habe richtig mich gefreut, heute wieder mit euch zu reden. Im Moment geht es ja nur über diese Möglichkeit, dass ich das aufnehme und dass Wolfgang dann ein Video daraus macht. Aber wo die Zeiten doch jetzt immer schneller werden, wo die Dinge sich immer mehr verändern, eigentlich schon von Minute zu Minute, wo man nur zugucken kann oder kaum noch zugucken kann. Vielleicht ist das ja auch bald möglich, dass die Illusion der Trennung komplett aufgehoben wird und wir wirklich fühlen, dass wir alle eins sind und wir jederzeit immer miteinander reden können. Denn das ist es ja, was wir können. Nur unser Ego und unser Verstand hat uns erzählt, wir können es nicht. Ja, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich einen kleinen Ausflug gemacht, habe irgendwie den Faden verloren. Ich hatte gestern einen super schönen Tag. Wir hatten im Freundeskreis eine Verabredung zum Frühstück, haben wir lecker gefrühstückt und dann nett zusammengesessen. Und danach bin ich dann noch mit einer sehr lieben Freundin durch die Stadt getigert und ich brauchte Schuhe. Und nun ist es so, ich kaufe eigentlich nur alle 5 Jahre mal Schuhe, ja, weil ich einfach Schuhe anziehen muss, weil ich nicht barfuß gehen kann. Ich bin da also keine typische Frau, die so viele Schuhe liebt und auch gerne haben möchte. Ja, und entsprechend gestresst bin ich dann auch immer, wenn ich dann Schuhe kaufen muss. Aber die Freundin, die hat zielsicher genau das Richtige für mich gefunden. Also Schuhe, die ich vielleicht so sonst nie mir gekauft hätte oder so. Aber ich habe gesehen, ja, das ist es. Das ist es, was gut aussieht und was ich jetzt haben möchte. Und das ist, glaube ich, sowieso ein Zeichen dieser Zeit. Dass wir nicht mehr so viel mit dem Verstand hinterfragen und ach, kann ich mir das leisten oder passt das auch zu allen Sachen oder was weiß ich, was man sich fragen könnte, sondern da ist ein Impuls und ich wusste schon, als sie sagte, da gehen wir jetzt nochmal rein, ich bin anstandslos mitgekommen und ich wusste, das hat was zu bedeuten und sie hat diese perfekten Schuhe für mich gefunden. Und so kann es ja vielleicht jetzt öfter mal gehen und vielleicht wäre es ja auch schon öfter mal so gegangen, wenn wir es selber zugelassen hätten, wenn wir nicht selber so eingesperrt in unserem eigenen Verstandesgefängnis gewesen wären. Ja, was dann noch? Wir haben dann noch toll gegessen und dann kam ich nach Hause abends und war einfach nur glücklich. Und heute Morgen am Sonntag bin ich aufgewacht und ah, die ganze Welt war irgendwie schön. Der Himmel war grau, die Sonne scheint bei uns schon seit Tagen nicht mehr. Ich finde das super. Ich mag das total gemütliche Novemberstimmung. Es hat auch geregnet und das sind sowieso immer meine Zeiten, wo ich mich dann so richtig schön einkriechen kann und kuscheln und mit mir selbst und mit meiner Decke. Und was habe ich dann noch gemacht? Lecker gefrühstückt. Und ich habe mir schon gleich meine Lichterkette angemacht. Ich liebe ja Lichter. Das ist ja auch was, was ich an der dunklen Jahreszeit liebe, dass ich dann diese Lichter selber anmachen kann. Lichterkette, Teelichter, gleich heute Morgen 2 Teelichter an und Räucherstäbchen zum Frühstück. Nein, nicht gegessen, sondern angezündet. Dann habe ich gefrühstückt, dann habe ich telefoniert. Und was habe ich dann gemacht? Ja, dann fiel mir ein, dass ich vor ein paar Tagen einen Tipp bekommen habe von einer Freundin, die hat einen Text gefunden über Kokosöl. Nun ist es ja in aller Munde, ja, es ist ja sehr gesund und es schmeckt ja auch wirklich gut, aber dass man auch Kokosöl für die Haarpflege benutzen kann. Und da wurde das so beschrieben, wie man das dann anrühren kann und ich hatte Rapsöl noch zu Hause und eben dieses Kokosöl habe ich sowieso, da habe ich mir dann einfach mal so einen Mix gemacht und habe da jetzt eine Packung gemacht. Und wie macht man das mit dieser Packung? Natürlich kommt da dann das Frappan auf den Kopf, ja, und sitzt sich hier voll duftend nach Kokosöl mit Frappan auf dem Kopf. Und es ist schön warm hier und einfach super glücklich und ich grinse ehrlich wie ein Honigkuchenpferd, während ich das jetzt hier sage. Da habe ich gedacht, okay, und jetzt machst du hier eine Aufnahme. Jetzt weiß ich aber mittlerweile überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich so ins Plaudern gekommen bin. Ja, es geht für mich um die neue Zeit, um die Zeitqualität. Das ist ja etwas, was uns eigentlich täglich begegnet. Also minütlich begegnet. Es ist ja nicht nur täglich. Und was ich jetzt festgestellt habe, es ist ja nicht so, dass ich nicht mal traurig werde, dass ich nicht mal deprimiert bin, dass ich nicht mal wieder abstürze, dass ich mal wieder denke, oh, warum das jetzt noch wieder? Muss das denn wirklich sein? Können wir nicht einfach mal alle endlich glücklich werden?
Aber die neue Zeitqualität ist eigentlich super. Ich merke das an mir, sie unterstützt. Sie ist wirklich pushend. Sie ist wirklich, ach, ich finde die Worte gar nicht. Ich habe eine immer neuere, eine immer bessere Klarheit in mir. Ich kriege Antworten von innen heraus. Ich, als wenn wirklich die Grenzen gefallen sind. Ich merke gerade, ich komme ins Stammeln, weil ich die Worte wieder nicht finde. Ich hoffe jetzt, dass irgendwer mir von innen heraus mal hilft. Oh Mann, jetzt lassen sie mich alle im Stich. Ja, jetzt muss ich selber reden irgendwie. Und ich habe das Gefühl, sie lachen sich gerade schlapp. Ja, ich kann überall lesen und sehen, also im neuen Engel-Orakel zum Beispiel von Sabine Steinbach habe ich es heute Morgen wieder gesehen. Wir gehen durch die Portale. Am 11.11. ist ja wirklich ein Portaltag. Und das hat Sabine so wundervoll beschrieben, wie ich finde. Kann mich da voll wiederfinden. Wir gehen in eine neue Dimension. Und wir alle, und wir schaffen es. Und ich glaube, es geht darum, dass wir erkennen, immer mehr erkennen, dass wir alle Meister sind. Sind, nicht erst werden müssen, sind. Ich hatte vor ein paar Tagen, als ich das selber für mich erkannt habe, da hatte ich ein Gespräch mit einem Freund, der sagte, na ja, wenn man sich selber mit Jesus gleichstellt oder gleichstellen würde, das wäre wohl ein bisschen spirituelle Überheblichkeit. Und da war ich erst etwas sehr schockiert, weil ich will ja nicht überheblich sein und ich fühle mich auch nicht überheblich. Ich bin nichts Besseres, nichts anderes. Ich bin nicht mehr als jeder andere auch. Aber ich habe nun mal das Empfinden, dass wir langsam unserer inneren Meisterschaft etwas näher kommen. Und ich habe das Empfinden und jetzt bin ich mal ganz mutig und traue mich einfach mal. Wir sind genau das Gleiche wie Jesus. Nicht besser und nicht schlechter. Jeder von uns. Und vielleicht ist es das, keine Ahnung, aber vielleicht ist es das, was Jesus damals schon sagen wollte, als er gesagt hat, ihr werdet die gleichen Dinge tun wie ich und noch mehr. Und ich glaube, eigentlich wissen wir es, dass wir es immer waren und dass wir auch in diesem Leben es immer waren. Aber unser Ego, unser Verstand hat so perfekt funktioniert und hat uns so perfekt eine Illusion aufgebaut, dass wir immer dachten, ja, dann sind wir überheblich und wir müssen bescheiden sein und demütig und das geht so nicht. Aber das steht ja nicht im Widerspruch, demütig. Demütig können wir auch sein, wenn wir demütig vor uns selbst sind, vor unserer eigenen inneren Größe, vor unserer eigenen inneren Macht. Und jetzt merke ich schon gerade wieder, wie die Tränen aufsteigen, weil jetzt habe ich das Gefühl, das ist wirklich ganz klar, was ich jetzt sagen will. Vor unserer eigenen inneren Macht, die, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, war das Nelson Mandela, der gesagt hat, wir fürchten nicht unsere Dunkelheit, sondern das, was wir am meisten fürchten, ist unser eigenes inneres Licht. Und ich glaube, das ist es auch. Ich habe das bei mir festgestellt in der Vergangenheit. Ich habe so manches Mal schon das Gefühl gehabt, wenn du dir jetzt etwas wünschst, wenn ich in dem richtigen Gefühl war, in der richtigen Emotion, dann wird das erfüllt. Und wir kennen ja alle diesen Spruch, achte genau darauf, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Und ich habe in dem Moment vor Schreck abgebrochen, weil ich dachte, mei, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Was hat das für Konsequenzen? Und nachher kommst du in ein Leben, was so ganz anders ist und was dann und wirst du das überhaupt bewältigen und. Das sind so Gedanken, die wir im Unterbewusstsein gespeichert haben. Wir haben alle gelernt in unserer Kindheit, dass wir eigentlich so wie wir sind, wie wir von Natur aus sind, wie wir in dieses Leben kamen, so sind wir nicht in Ordnung. Wir müssen anders sein, wir müssen besser sein. Wir dürfen nicht unsere Eltern ärgern, wir dürfen nicht dies, das, jenes machen. Und da haben wir uns ein Lebensbild zurechtgezimmert. Aber zum Glück sind die Energien der Zeit so toll, so erhebend, dass wir erkennen, dass es eine Lüge war. Und wir sind dieser Lüge unser Leben lang aufgesessen. Und ich bin nichts anderes als irgendein anderer Mensch. Wir sind alle gleich. Wir sind alle, jeder ein Teil Gottes. Und das waren wir immer schon. Und ich bin auch nichts anderes, nichts Besseres als ein Tier, als eine Pflanze, als ein kleines Silberfischchen. Das
kennen einige vielleicht die Silberfischchen im Bad, diese winzig kleinen Tierchen. Ich bin nichts Besseres. Das ist eine Seele. Ich bin eine Seele. Dieses Tierchen hat einen Körper, ich habe einen Körper. Ja, es ist nur unterschiedlich, aber nichts Besseres. Das tat jetzt irgendwie richtig gut, das jetzt mal so zu sagen. Ich glaube, das war jetzt auch alles, was raus wollte gerade. Und jetzt habe ich mir irgendwie, jetzt habe ich diesen Gedanken hier mit meinem Kokos im Haar, werde ich mir jetzt einen schönen Cappuccino machen und noch ein paar Pfeffernüsse dazu naschen. Und dann werde ich einfach nur mein Leben genießen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag und überhaupt einen ganz, ganz tollen jeden Moment eures Lebens. Macht's gut, bis bald!